Spinni. Ja, willkommen zurück. Hallöchen, ihr lieben Leute. Neverwinter ist wieder am Start hier mit mir, dem guten Mad Mike von der Pioten. Und wir kloppen uns erstmal durch ein paar eklige kleine Spinnen. Muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ist doch wieder ein bisschen her, seit ich das letzte Mal Neverwinter gezockt habe. Und wie das so üblich ist, nach einer Weile hat man einfach so nicht mehr ganz den Dreh raus. Ich habe das schon mal erwähnt, bei mir ist es so, wenn ich ein Spiel längere Zeit nicht gespielt habe, muss ich gucken, wie ich wieder reinkomme. Und vor allem, wo muss ich eigentlich hin, was muss ich eigentlich machen? Spider Hunting heißt es hier momentan bei mir. Okay, ich muss also Spinnen jagen. Rechtsklicken geht immer noch nicht. Schauen wir mal. Kann man nicht irgendwie rausfinden, ganz genau, wie viel Spinnen? Moment mal, L-Taste, Quatsch, jetzt J-Taste. Spider Hunting, da war es doch gerade hier, 36er ist es, 5 von 12. Kill spiders anywhere you find them. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Krabbeln wir noch mal ein bisschen tiefer. Tiefer in den Schiefer. Keine Kieferwitze. Also momentan ist es wirklich noch so, dass ich mich hier noch ein bisschen durch die Levelzonen quälen muss. Da ich eben nicht ganz so der Schnellleveler bin, bin ich noch lange nicht Level 60. Ich habe noch schön viel vor mir. Das gefällt mir persönlich sogar ziemlich gut. Dadurch habe ich einfach mehr vom Spiel. Und jetzt, wo Cryptic und Perfect World Entertainment schon ein bisschen mehr angekündigt haben an Content. Oh, es wird so viel noch zu spielen geben. Ah, neue Instanzen. Ich war noch nicht mal in den Hardcore-Dingern drin. Freue ich mich persönlich ziemlich gut drauf. Ansonsten, mir geht es gerade so gesundheitlich ein bisschen durchwachsen. Die Allergiezeit ist ausgebrochen. Hier in Berlin sind überall die Pollen unterwegs, weil wir recht lange noch kaltes Wetter hatten, beziehungsweise verregnetes Wetter. Und das, ich habe nicht die schlimmste Allergie. Ich möchte nicht zu sehr rumpinsen, auch wenn ich bekannt dafür bin. Nur, es ist wirklich so, ich pinse recht viel. Aber das Jucken der Auge oder Jucken der Gaumen ist halt trotzdem schon ganz nervig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hey, Objectives complete. Ich muss keine Spinnen mehr jagen. Hervorragend. Ich töte trotzdem noch gerade mal ein paar. Komm, Kutau, wir gehen mal hier raus. Es sind wie immer und wie üblich Spenden gern gesehen. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt hier beim Neverwinter zocken, dann schickt doch einfach der lieben Lai Shen Wild Magic oder Wildfire? Wie haben sie den genannt eigentlich? Wildfire, Lai Shen Wildfire. Gerne das ein oder andere mal zu. Ladet mich ruhig auch mal in eine Instanz oder so ein. Ich bin ja wie gesagt jetzt nicht so unbedingt der größte Superheld der Welt. Höchstens im Marvel Heroes. Sondern bin eher der Kleine, der nicht weiß, was er tun soll, wo er zuerst hin soll. Apropos zuerst hin soll, Moment, jetzt gucken wir nochmal, bevor ich da hingehe und sie abgeben gehe. Ich könnte, es liegt nicht genau auf der Strecke, aber ist doch ganz gut. Geben wir erstmal ein paar ab, kriegen wir wieder XP. Vielleicht kann ich aber meine Items mal ein bisschen wieder rauswerfen. Hinter mir sind ein paar Zombies gespawnt, haut ab, geht weg, ich mag euch nicht. Eklige. Jemand Interesse an Crackmire, eventuell mit Twink etc. Zwei Plätze frei, Tank und ein DD würden idealerweise noch fehlen. Ich müsste mal fragen. Komm, später mal irgendwann. Da kann ich zumindest auf jeden Fall gleich mal hier meine Linksbums machen. Ja, hier abgeben, zack, boom, bang. Einmal beten. Gibt wieder ein bisschen Rough Astral Diamonds, die auch gerne einfach als AD bezeichnet werden, wie ich jetzt gehört habe von einem Arbeitskollegen. Wieder was gelernt. War hier nicht noch was zum Abgeben? Warum sehe ich das? Ach da. In der Ecke versteckt er sich, der Schurke. Spinnenjagd, fertig. Sonst noch irgendwas hier? Außer die guten Found-Requests sieht es nicht so aus, nee. Kann man bei dir was verkaufen eventuell? Ah nee, hier ist okay, das ist eine Quest gewesen tatsächlich, die ich nicht gesehen hatte. Da müsstest du doch eigentlich jetzt auch noch eine haben, weil du leuchtest ja auch noch so ein bisschen vor dich hin. Nö, Defender Temple war es einfach nur. Na gut, dann verkaufen wir hier drüben noch ein bisschen was. Bevor ich was verkaufe, erstmal gucken, brauche ich noch irgendwas, muss ich noch was identifizieren, sieht auch schon so aus. Stufentechnisch habe ich noch nichts, ich habe auch gerade keine Schriftrollen da, das heißt, ich muss jetzt einfach mal damit haushalten, was ich habe. Sortieren wir mal ganz kurz. Nee, nix wirklich Neues, nein. Ansonsten mal kurz gucken, hier ist wahrscheinlich nichts, was ich irgendwie einkaufen kann, großartig. Musik ist schon sehr nice. Magical Supplies kann ich mir eh nicht leisten und ansonsten gehen wir mal ganz kurz hier nochmal meine ja, 500 Diamanten refine, super. Und ab geht die Luzi, direkt wieder zurück. Untote klopfen gehen. Moschen für einen Groschen. Wo muss ich denn lang? Da muss ich hin, alles klar.
Komm, Gutau, es gibt Arbeit. Die Söldner müssen sich wieder. Ja, ich weiß, die Helden. Eigentlich sind wir Söldner. Wir verdingen uns daran, dass wir anderen den Scheiß wegmachen. In Form von Untotenklatschen. Ich möchte jetzt nicht kämpfen, geht weg. Aber ich muss schon hier hin, ne? Gut, dann dich erstmal in die Lüfte. Und werde draufgerotzt. Momentan spare ich mir irgendwelche Instanzen oder PvP, bis ich wieder ein paar Stufen höher bin. Das dürfte jetzt nicht mehr so lange auf sich warten lassen, wenn ich unten die Liste mir gerade angucke. Und lästere einfach zwischendurch wieder ein bisschen. Oh. Komm, schnell, looten. Ja, komm, go, 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 go. Ich will hier weg. Hier ist nichts. Ach so. Ich muss, was muss ich hier machen? Ah, ah, da, hier, hab's gefunden. Ich muss da rein, mal wieder in der Grabkammer. Na toll, großartig. Nee, so kann es nicht weitergehen. Immer in irgendwelche Grabkammern gesteckt zu werden. So alt bin ich doch auch noch nicht. Hier ist unser Checkpoint, wie üblich. Heilen muss ich mich nicht, also direkt ran, da Miranda. Und irgendwann brauche ich mal einen richtig coolen Mitstreiter für MMOs und Multiplayer-Games. Richtig, richtig cool, der einfach alles mitzockt. So wie früher, als wir jung waren. Als wir noch alles gezockt haben, als es nicht hieß, ach nee, ich weiß heute nicht, ich gucke lieber Fußball oder ich bin auf der Couch mit meiner Freundin. Ja. Auf jeden Fall war es damals noch irgendwie cooler, da hatte man noch Zeit zum Zocken. Da musste man sich nur kurz auf dem Schulhof verabreden oder auch in der Uni oder sonst irgendwo, hey, hier, heute Abend zocken, ja klar, lass mal rocken, lass mal knacken, das war noch richtig cool. Und die Jungs, die damals noch die Kontakte für heute gehalten haben, wie in Erik und in Valentin zum Beispiel, die sich zusammen gefunden haben, die fungieren natürlich ziemlich cool, wobei sie auch ihre eigenen Projekte machen. Und ja, es ist momentan mein Lieblingsthema, denn ich habe wieder das Nörgelthema Nummer 1 gefunden, Let's Plays, in Zusammenhang mit, ja, redaktionellem Wissen. Also wir arbeiten momentan an den Media Minions, falls ihr das noch nicht kennen solltet, geht doch mal auf facebook.com/Media Minions. Wir bauen momentan unser eigenes redaktionelles Portal auf. Das ist richtig cool gemacht von einem Kumpel und mir und ein paar anderen Freiwilligen noch dementsprechend, die auch sehr engagiert dabei sein sollten oder sind. Der gute Knorke und ich kümmern uns natürlich um die Unterhaltung in der Richtung, in der Form. Ist noch alles ziemlich in den Anfängen, wisst ihr ja selber, aber letzten Endes jede Unterstützung, die euch gefällt, etc., hilft uns natürlich auch weiter und euch auch, denn dadurch sind wir selber motivierter. Wir wollen dann einfach mehr machen für euch, wenn euch was gefällt. Feedback ist unglaublich wichtig heutzutage, unterschätzt das nicht. Und auch negatives Feedback ist Feedback, weil wir können uns dadurch nur verbessern. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich die Tatsache, dass diejenigen Let's Player, die natürlich aus dem Redaktionellen kommen, einen extremen Vorteil haben gegenüber allen anderen Kleinen. Etwas, was die Kleinen sehr gerne auch mal vergessen, die jetzt noch nicht so hoch sind. Die kriegen ihre Spiele nämlich auch früher, sehr viel früher. Die werden nämlich gesponsert und gehostet und gemacht und getan. Und können dadurch die Spiele natürlich sehr viel früher als wir reviewen und natürlich auch Let's Playen. Was bedeutet, sobald die NDA weg ist, was in dem Zusammenhang natürlich mit dem Redaktionellen gemacht wird, können die auch live stellen. Stellt sich so vor, einige Wochen oder, ja, es ist normalerweise so, also einige Wochen vor dem eigentlichen Release, also vor dem Lüften sogar der NDA, kriegen die Redakteure ihre Versionen von den Publishern oder den Developern, je nachdem meistens Publisher, um diese zu reviewen, um diese zu testen und dann dementsprechend ihre Sachen zu schreiben. Ganz klar, muss ja sein. Ist auch super so. Das kriegen alle davon. So, die Let's Player darunter machen Folgendes. Die haben natürlich ihre Leute, die das Ganze reviewen und testen. Vielleicht machen sie es auch selber, das ist aber eher weniger der Fall mittlerweile. Nee, die spielen das direkt und nehmen es auch direkt auf. Und die warten dann nur noch darauf, bis das Embargo weggemacht wird und setzen es dann einfach live. Das wissen sie meistens vorher, dadurch können sie es timen und haben dadurch schon eine Win-Win-Win-Win-Situation. Wir, die noch nicht so weit sind, die aber daran arbeiten momentan, müssen halt warten, bis das Ding wirklich draußen ist. Und während wir dann daran arbeiten, überhaupt erstmal was auf Footage aufzunehmen, das richtig gut zu verpacken, lustig, engagiert, ganz egal wie, so wie ich das im Übrigen jetzt am Freitag machen werde mit The Last of Us, mein erstes Projekt im Konsolenbereich. So ist es halt so, dass wir dann natürlich auf YouTube schon ganz viele von einem Gronkh, einem Sarrazar, einem Pizmeet und KokaG haben, während die Kleinen halt Nachsehen haben. Jetzt mal rein informell gesehen ist das okay. Vor allem wird die Fanbase dadurch natürlich auch geschmückt und wenn man es einmal gesehen hat oder zweimal gesehen hat, hat man meistens auch keinen Bock, es noch ein drittes Mal zu sehen. Aber es gibt, das ist lustig, mit dem Ladebildschirm wird mein Bild erst später eingeblendet. Aber, das meine ich als großes Aber. Denkt mal drüber nach. Viele wissen A natürlich gar nicht, dass es noch andere da draußen gibt, die teilweise viel, viel cooler Interesse. Was?
Nein, nicht mich. Nein, nein, geh weg. Die viel, viel interessanter sind, die interessanter auch reden vielleicht oder unterhaltsamer reden, will ich jetzt eigentlich irgendwie erstmal da lang. Oder halt auch sich so total viel Mühe geben mit Qualität und mit allem, was dazugehört. Kann ja nicht mal eine Chance geben. Und das alles nur, weil wir so spät immer dran sind mit unserem Zeug. Deswegen behalte ich mir einfach vor, dass wir unseren Channel nach und nach, bis wir das Redaktionelle eben auch haben, den Vorteil, ein bisschen mehr Richtung Multiplayer widerlegen. Das war nicht meine Das war meine ursprüngliche Idee eigentlich, die ich mit Let's Play Some Games auch verstärken wollte. Hat nicht so ganz funktioniert. Würde ich gerne immer noch machen, aber naja, man macht ja, was man kann. Deswegen machen die Dorpioten das jetzt auch, wie gesagt, schon seit längerem sehr, sehr stark. Und ja, zusammenzocken macht viel mehr Spaß als alleine. Punkt aus, fertig. Es ist zwar schön im Gronkh und in Sarazan und Peacemeet vielleicht mal hier und da zuzuhören. Und auch mir. Aber eigentlich macht es viel mehr Spaß, hier so eine Fresse, am besten noch mehrere davon. Da werde ich den Knorkel mal drauf trimmen, dass das nämlich mit dem guten Play-Claw-Programm wirklich geht, aufzunehmen und dann hier rumpelt's. Naja, fällt mir noch irgendwas im Kopf. Zusammen Spaß zu haben. Weil es ist halt auch nichts gespielt. Wenn wir irgendwelche Scheiße bauen, dann bauen wir die Scheiße einfach, weil die Scheiße passiert. Scheiße passiert! Ich sag nur, ne? Wer hat's gesagt? Schokolade ist wie... Ah, mir fällt's nicht ein. Sagt ihr es mir. Was? Warum ist... eine Cutscene. Ich denke gerade wieder, ah mein Gott, das Bild friert ein. Die Todesschlange sitzt irgendwo da hinten und darf noch ein bisschen warten, bis ich mal vorne bin. Also ich muss mich momentan noch mit zwei Hulks hier rumschlagen. Was habe ich eigentlich mit der rechten? Ach ja, einfrieren. Also dich, dann noch ein bisschen den Kleinen, der geht noch momentan noch nicht. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Mein Tank geht gerade schon wieder down. Ja, ich hatte das, die Cutscene noch gerade schon. Nein. Ich will doch nur kämpfen. Ich geh mal ein bisschen vor, nicht, dass ich die gleich wiederbekomme. Was zum Geier? Was, schon wieder? Das ist das dritte Mal, dass die Katze kommt. Ich will die abbrechen. Ich will weitermachen. Ja, ich wüsste dir gerne durch, aber es geht nicht. Kann ich dich noch irgendwie beschießen? Nee, gut, dann gehe ich hier lang. Epische Musik hat begonnen. Feinde kommen aus ihren unterirdischen Gefängnissen, aka Gräbern. Geht weg. Ist noch nicht bei The Walking Dead. Apropos Walking Dead. Es kommt ein DLC raus. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Überhaupt die E3 ist so hammergeil gewesen. Das eine hat mit dem anderen vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. Aber es ist einfach so geil viel Zeug, was rauskommt. Ich weiß gar nicht, wo ich mir noch irgendwo noch Urlaub dann eintragen soll. Wobei es sich wahrscheinlich nämlich so damit erledigt hat. Ich werde, wenn es so weitergeht, sehr viel Freizeit haben, so einen Scheiß hier zu machen. Ja, leider Gottes wird der Standort, das habe ich in einem anderen Let's Play, ich glaube in einem Marvel schon genannt, unser Standort wird geschlossen und ich sag mal so, ich werde viel Zeit haben ab Ende September, wie es aussieht, denn momentan sieht es nicht so rosig auf dem Arbeitsmarkt aus im Bereich des Community Managements und das, hier bricht echt alles zusammen langsam sicher, und des Social Medias, was meine Spezialitäten halt sind. Ich hatte mich ja sogar bei altbewährten Leuten, die ich vorhin mal auch genannt habe, beworben, aber beim besten Willen, es kommt nichts mehr rum. Naja, schauen wir einfach mal. Mal bin ich besser, mal schlechter drauf. Heute geht's wieder einigermaßen. Muss ich jetzt eigentlich da hinten rum oder? Na. Jetzt laufe ich mal da lang. Da geht's bestimmt Spinnen. Wie überraschend. Pfui, Spinne, geh weg. Lass mich in Ruhe. Boah, die Hälfte meiner Hitpoints schon abgezogen. Ich meine, die halten nicht so viel aus, aber die machen echt gut Aua mit ihrem blöden Gift und dem ganzen Kack, den sie da noch in ihren Drüsen haben. Ich glaube, sie haben nur Gift in ihren Drüsen. Spiderling, Spiderling. So, hier bricht wahrscheinlich auch gleich wieder alles zusammen, aber jetzt habe ich wieder Schriftrollen zum Identifizieren, das ist super. Da habe ich kein Thievery Kit eingepackt, da ist noch eine Kiste. Cutscene zum 5.000.000. Mal. Und ihr seht, ich habe keine Mütze auf, weil ich heute keinen Bock auf Mütze habe. Ja, ich habe auch Haare. So, Death Serpent Angriff. Sie ist gar nicht aus wie eine Schlange. Zack, zack, zappalapp, zack, 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 zack. Es werden immer noch Mitstreiter für Crackmire gesucht. 4 Minuten noch für Truhe. Crackmire, war das nicht einfach was ich schon mal gemacht hatte? Ich mach mal kurz die Kleinen hier weg. Und das machen wir auch mal. Na komm, Dicker. Hallo.
Geht mal da oben baden. Das war's. Ach, ich muss den Schad ja kaputt machen da hinten. Au, au, au. What the hell? Ich brauche neue Rüstung, glaube ich. Mir tut das viel zu sehr weh. Der Shard ist wohl kaputt. Hat sich ausgeschardet. Oh Mann, weg. Bin schon ein bisschen eingerostet mittlerweile wieder. Dot, dot. Boah, jetzt. Also ich, beim nächsten Mal mache ich echt wieder einen Nahkämpfer. Das geht mir so auf die Tüte hier. Außer in Instanzen mit Fernkämpfern, mit Bossen. Da ist es ganz angenehm, ein Fernkämpfer zu sein. Aber hier ist es echt nervig. Yay! Abgeschlossen. Hinter mir ist die Truhe aufgeploppt. Kann ich dann gleich looten gehen. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Altar. Für den habe ich natürlich immer was dabei. Das ist für den Magier ganz cool. Bolt of Cloth ist super. Oh, siehst du, craften muss ich gleich mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal das Ding hier abgeben. Das Coole ist, bei Neverwinter geht die Zeit immer so schnell rum. Bei Marvel Heroes habe ich gemerkt, ja, es geht so. Eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir eingesammelt haben hier. Wir haben nämlich ein neues Item. Das ist 127 Critical Strike. Ich setze mir gerade mal ein bisschen anders hin. Ah, mein Hintern tut weh. Ich habe das Portemonnaie da drunter unter der Hose. Ah, oh, besser. Oh, diese Erleichterung, wenn der Schmerz nachlässt. Oh Gott, das tut so gut. Und das hat 127 Recovery. Ich bin eher ein Fan von zwei Sachen als nur von einem. Dementsprechend ignoriere ich es einfach mal. Aber man kann ja hier noch ein paar Sachen identifizieren. Das machen wir mal gerade. So. Bist du besser? Nein. Bist du besser? Nein. Naja, indirekt, nicht wirklich und so. Haben wir da oben noch irgendwas? Nein. Gut. Und ich hatte doch gerade noch irgendwas. Ach ja, richtig. 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 Ich erinnere mich nur nicht mehr an meine Tasten dafür. Oh. Ach, mit B kann man. Ach, das ist. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mit B kann man das also machen. Guck mal, Schnieke, da kann man richtig schöne. Yeah, zeig mir deine Muskeln hier. Da könnte man mal ein paar neue Screenshots eigentlich machen. Ich versuch's mal gerade. Ich hoffe, jetzt ist das eigentlich nicht weg. Ah, mein Gott. So, Screenshot. Und den nehme ich dann mal als Filler eventuell demnächst, wenn ich mal wieder aus Cast etc. B, B, merken, B. Ich wollte aber eigentlich, nein, dann, ich wollte mein Inventar, Crafting, K, Catalog, Q, Catalog, I, das ist Crafting, verdammt, warum erinnere ich mich da manchmal nicht dran, das ist echt schlimm, Companions, ja, Feeds, Powers, N, ja, N war es, genau, weil, Complete Task, Complete, Uncomplete, da war eine Map dabei, jawohl, ja. Und erhöht. Und, schön. Wir haben jetzt gerade wieder hier einen extra Knilch, da ich einen extra mal habe, nehmen wir damit rein, so. Das gibt nämlich 200 Silber. Naja, nee, 2 Silber, nicht 200 Silber. Oh. Ach ja, jetzt gibt es automatische Screenshots, sobald ich es einmal aktiviert habe. Immer wenn das so ein rotes Blitzen sehen sollte, ist das natürlich. Hups. So. Ist jetzt wahrscheinlich aktiviert worden. Ist ja halb sehr wild, mein Gott. Was haben wir denn hier? Dann geht es immer automatisch. Hier kriege ich immer eine Kiste mit dazu, die wir auch mit rein. Das sind 4 Stunden. Alles andere ist mir immer ein bisschen zu doof, muss ich sagen. Weil Tailoring. Hier, man sieht's, ich habe eigentlich fast nichts davon und ich würde es gerne steigern, nur ja, mir fehlt halt so ein bisschen was. Und für 5 XP, um da weiterzukommen, ist total dämlich. Außerdem, es bringt fast nichts. Ich mache lieber weiter hier Leadership, da gibt es dann Diamanten für. Und so ein Kram. Hier unten zum Beispiel, in den großen Bereichen, gibt es richtig viel, 4 Stunden. Ich nehme jetzt noch einen 2 Stunden Dingsbums mit rein. So, Start Task und gut ist. Genug geredet. Wir machen uns mal hier auf den Weg wieder raus. Und gucken dann gleich mal, was wir noch alles machen müssen. Wir haben noch ganz schön Dailies, habe ich noch offen, sehe ich gerade. Warum ich eigentlich nicht da? Da ist eine Sackgasse gewesen. Da habe ich mich gerade gefragt, warum ich nicht da lang gegangen bin. Jetzt weiß ich warum, da ging es gar nicht weiter. Hinaus. Und dann gucken wir uns gleich mal, jetzt sieht man mich im Übrigen wieder, da. Bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, ob es vom Video nachher genauso aussieht. So, kleines Päuschen, machen dann gleich weiter. Ihr wisst, der kleines Päuschen bedeutet bei mir im Übrigen immer, dass ich jetzt mit der Episode hier ein bisschen Stück, ich habe heute aber echt eine taue Zunge, ein kleines Päuschen mache. Und dann entweder am nächsten Tag eine neue Folge kommt oder am Abend. Ihr seht unseren Upload-Plan im Übrigen immer auf unserem YouTube-Kanal oder auf Facebook. Guckt euch einfach mal da kurz um, dann wisst ihr, wann die nächste Folge in diesem Spiel kommt oder in allen anderen Spielen. Bis dahin oder bis gleich oder wie auch immer, Mad Mike.